Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3 Drake's Deception mit mir, dem Pete, und zwar alleine. Ja, die meisten von euch wissen ja, was passiert ist. Aus vielen, vielen Folgen ist aufgrund eines technischen Fehlers unsere Tonspur verschwunden. Und deswegen wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll. Ich habe in der letzten Folge gefragt, was kann man tun, was kann man tun? Und viele, viele von euch waren für Nachsynchronisieren. Tja, also ich versuche das jetzt einfach mal. Das Problem ist, ich weiß ja jetzt halt schon, was passiert. Ich werde jetzt nicht so tun, als wäre das alles neu für mich. Das heißt, wenn Spinnen kommen, werde ich nicht mehr so rumschreien, wie ich es eigentlich getan habe. Das tut mir furchtbar leid, das ist echt ärgerlich. Aber naja, ich hoffe, so ist es immer noch besser als den ganzen Scheiß unkommentiert. Guck selbst, wenn ich das jetzt immer noch sehe. Ich hasse Spinnen. Den ganzen Kram unkommentiert zu lassen. Dieses Rätsel hat uns fertig gemacht. Richtig fertig gemacht. Wir wussten eigentlich, was abgeht. Wir hatten schon die richtige Position. Also wir haben da ja die Karte mit den Symbolen und wir wussten eigentlich schon, welches Symbol das richtige war, durch reines Rausfinden. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob wir in dieser Folge schon soweit waren, weil das Richtige ist eigentlich genau das, auf das wir jetzt gehen. Nee, nicht so. Ja, exakt. Nee. Stimmt das? Jetzt bin ich gerade selbst verwirrt. War das gerade das Richtige oder war das gerade in der anderen Ecke? Oh Gott. Also da war es auf jeden Fall nicht. Nee, das passt überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer da... Ich glaube, Christian hat da gelenkt, ja. Ich habe mich tierisch aufgeregt, weil wir eigentlich wussten... Oder weil ich dachte, ich wüsste, was richtig ist. Und wir haben das die ganze Zeit versucht hinzukriegen. Aber es hat auf Teufel komm raus nicht funktioniert. Also wir haben halt versucht, die Zeichnungen dem anzupassen, wie der Raum halt wirklich aussieht. Und könnte das jetzt das... Nee, das ist auch nicht richtig. Verdammt nochmal, welches war denn? Es war auch irgendein Eckding. Ich kann nicht mehr genau sagen, was. Ja, Christian, ich habe jetzt Christian ehrlich gesagt auch gar nicht mehr groß gefragt, aber Christian hatte jetzt an diesem Wochenende auf jeden Fall keine Zeit. Wir haben jetzt hier gerade Sonntagabend und ich habe mir gedacht, komm, scheiß drauf, versuch's einfach mal, weißt du, so nachsynchronisieren habe ich selber ja auch noch nicht so richtig gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Weise spannend ist oder auch nicht. Ich war jetzt einfach mal gerade beim Kiosk, habe mir mein Lieblingsbier besorgt, ein Weißbier, und habe mir gedacht, komm, checken wir das doch mal ab. Du willst den ganzen Kram jetzt ja auch nicht irgendwie einstampfen oder so. Wir haben das... Das ist das erste Projekt, witzigerweise. Da ist es. Da ist es. Das ist das Richtige. Genau, und jetzt versuchen wir nämlich, die Schalter zu drücken. Es tut sich aber nichts. Und was passiert? Der verdammte Drake sagt, es tut sich aber nichts. Boah, ey, wenn ihr die Lösung nachher seht, ey, ich hab mich so aufgeregt. Da hat man schon Schiss. Und dann drücken wir noch das letzte von den Löchern, die in der Zeichnung halt angezeigt wurden. Aber er macht nichts. Und wir haben, guck nochmal, haben wir überhaupt die richtigen Löcher gemacht? Aber ja, haben wir, verdammt nochmal, das ist so ein Ärgernis gewesen. Und dann ist uns aufgefallen, hier gibt's einen fucking Tipp. Und dann haben wir gedacht, ach komm, scheiß drauf, wir brauchen den Tipp nicht. Wir wollen ja doch ohne den fucking Tipp lösen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, nochmal zurückgehen. Und gucken, was abgeht. So, was ich sagen wollte. Drake's Deception, also Uncharted 3, war das erste Let's Play, was wir komplett aufgenommen hatten und auf meiner Festplatte hatten, bevor wir die erste Folge veröffentlicht haben. Und zwar haben wir die nicht direkt am Anfang veröffentlicht, weil Drake's Deception ja jetzt sowieso nicht mehr so der aktuelle Titel war. Und weil wir zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufgenommen haben, oh Gott, ich muss mal ausmachen hier mein E-Mail-Programm, zu dem wir die erste Folge aufgenommen haben, das war der Zeitpunkt, wo wir auch die erste Dark Souls-Folge veröffentlicht haben. Und zu dem Zeitpunkt haben wir schon so viel hochgeladen täglich, dass wir uns dazu entschlossen haben, Drake's Deception erstmal aufzubewahren. Wisst ihr, dann müsst ihr euch das so vorstellen, Christian kommt vorbei, wir chillen uns hier vor meine Playsee, ich richte alles ein fürs Aufnehmen und so weiter und so fort. Ah, da muss ich mal kurz was trinken, Prost. Und
die Aufnahmen und so weiter, das hat doch alles ganz gut funktioniert. Es tut sich aber nicht. Falls es euch interessiert, das läuft so, dass ich ein Gerät von Avamedia mir bei Amazon gekauft habe für 180 Euro. An dieses Gerät kann ich die PlayStation 3 anschließen per Komponentkabel, so nennt sich, oder Komponentekabel. Das sind so fünf Kabel, drei für Videosignale, für HD-Videosignale und zwei für Audiosignale. Und dann werden diese Signale quasi eingespeist und man kann dieses Gerät dann auch direkt wieder an den Fernseher anschließen, sodass man sieht, was man gerade spielt. Nur quasi über einen Umweg. Gleichzeitig hat dieses Gerät allerdings auch, da Crystal nennt sich das, einen USB-Ausgang. Und dieser ist mit meinem PC verbunden. Und dann hat man hier auf dem PC, sieht man dann quasi genau das, was auch schon auf dem Fernseher passiert. Dann kann man hier auf dem PC einfach Fraps anmachen und mitlaufen lassen. Funktioniert ziemlich gut. Es kommt nur, man muss nur so da ein paar Sachen beachten, wenn man da Fraps mitlaufen lässt. Da hat der manchmal die rote Zahl oben rechts im Bild, wo die Frames per Second eingebaut werden. Leute, die selber keine Let's Plays aufnehmen, für die ist das jetzt gerade uninteressant, sorry. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was ich anderes erzählen soll. Und ich weiß, dass einige unserer Zuschauer auch gerne selbst sowas machen und sich oder sich vielleicht dafür interessieren. Deswegen muss man bei Fraps einstellen, dass die Zahl da nicht angezeigt wird. Okay, soweit so gut. Wir hatten jetzt ziemlich genau das, was ihr jetzt seht, nämlich das Video und das Tonsignal von dem Spiel. Und dann habe ich gleichzeitig hier so ein Standmikrofon stehen. Das habe ich normalerweise vom PC, aber das habe ich dann vor das Sofa gebaut. Und das dann auch per USB angeschlossen. Und dann per Extra-Programm unsere Glava dazu aufgenommen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man zwei Personen mit einem Mikrofon aufnimmt. Deswegen sind wir teilweise auch mal sehr viel leiser als vorher noch, weil wir uns gerade zurückgelehnt haben oder so. Das ist noch nicht optimal. Ich muss mir da noch ein bisschen was anderes einfallen lassen. Aber wir waren schon froh, dass wir überhaupt von der Konsole aufnehmen konnten. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann zwei Dateien. Einmal die Datei mit Spielton und Spielbild und einmal die Datei mit unserem Ton. Und dann habe ich den ganzen Kram halt, das war tatsächlich eine 3,5-Stunden-Session, in unser Schnittprogramm gezogen und angepasst, damit es auch möglichst synchron ist. Und dann den ganzen Kram konvertiert. Das kann man so per Nacht in einem Rutsch erledigen. Der macht dann da 15 Minuten Videos raus. Und der Witz ist, von dieser Session, die ersten zwei, drei Videos, die waren so, wie ich mir das vorstelle, die waren genau richtig. Und ich habe natürlich nur die gecheckt. Ich weiß nicht, was passiert ist, dass auf einmal nach drei Videos unsere Tonspur fehlt. Es muss ein Fehler von mir sein, weil ein Programm entscheidet sich nicht einfach zwischendurch, so jetzt lassen wir die Tonspur weg. Aber, tja, das ist mir dann natürlich erst aufgefallen an dem Tag, wo ich dann die Folge auch online stellen wollte, weil ich nur die ersten zwei, drei Folgen gecheckt habe. Ja, ich habe mich tierisch aufgeregt. Natürlich habe Christian gesagt, ja, habe natürlich sehr viel Lacher von Jay kassiert, weil ich den auch immer gerne aufziehe, wenn er mal wieder Mist baut, weil ich normalerweise nicht der bin, der beim Technischen fehlt, wobei das in letzter Zeit schon wieder viel zu häufig vorgekommen ist. Ja, und ja, dann haben wir halt überlegt, was wir machen und dann habe ich mich dazu entschieden, euch zu fragen. Ja, und jetzt bin ich am Nachsynchronisieren und die ganze Zeit am Scheiße labern, was überhaupt nichts mit der Folge zu tun hat, aber es passiert ja auch ehrlich gesagt gerade nicht allzu viel während der Folge. Wenn ihr jetzt unseren Originalton hättet, dann hättet ihr die ganze Zeit hören müssen, ah, so eine Scheiße, das ist doch genau das, was wir gerade haben, was soll denn die Wichse, wir haben doch hier exakt das, was die da wollen. Wir haben uns echt ein bisschen aufgeregt, aber auch zu Recht, ohne Scheiß, wenn ihr das gleich seht. Ja, aber vielleicht war das ja mal ein bisschen interessant für den Hintergrund, wie wir arbeiten. So, ich glaube, wir haben uns jetzt dazu entschieden, den Tipp zu nehmen. Oder? Komm schon. Ja. Wir haben den Tipp genommen und jetzt sollen wir das Symbol untersuchen, Mittel 1. Das ist Henochisch. Das ist bestimmt von Drake. Kannst du es entschlüsseln? Ja, ich versuch's. Ja, ich versuch's. Jetzt müssen wir den Scheiß nämlich erst dechiffrieren. Der Tipp, der war nötig, damit wir das Rätsel lösen können. Der Mond scheint sich weg. Ich bleibe auf keinen Fall hier, bis es dunkel wird. Ich wette, es ist ein Rätsel. Sally ist super. Du kritzelst auf Sir Francis' 400 Jahre alte Karte? Was?
Ihn stört's nicht. Und jetzt da wurde ein Symbol in den Boden gekratzt. Wissen wir, ach, wir müssen uns da auf den Mond stellen, was wir schon die ganze Zeit wussten. Wenn ich hier stehe. Das ist es. Sully, geh an diese Säule. Elena, du nimmst die an der Wand da drüben. Die nehme ich. Okay, nur reingreifen und den Hebel finden. Wirklich? Ich glaube, wir müssen sie gleichzeitig ziehen. Und wenn du falsch liegst? Ja, ich mag meinen Arm, den benutze ich echt häufig. Ich sehe gerade rechts oben was Blinkendes, das haben wir übersehen. Eins, scheiße. Zwei, drei. Ist das auch der richtige Hebel? Hört mal. Das habe ich gesagt. Und jetzt geht der Scheiß auf. Wir haben ja echt resigniert und festgestellt, fuck, wir sind zu klug veranstaltet. Was sollte Drake für Elizabeth finden? Das wissen wir nicht. Und das ist voll der coole Effekt. Achtet mal auf die Köpfe. Die sind nach innen gekehrt. Aber wenn man vor denen steht, dann denkt man, man wird von denen angeguckt. Da waren wir überaus fasziniert von. Genauso wie ich fasziniert davon bin, wie realistisch die Spielfiguren hier sich miteinander unterhalten. Also ich bin ja ein totaler Fan von Videospiel, von dem Medium an sich. Und das, was Naughty Dog mit Uncharted hier macht an Glaubhaftigkeit vor allen Dingen, das ist das richtige Wort. Ist der Hammer. Wie sich die einzelnen Charaktere, wie die sich verständigen während des Spielens. Ne, das ist nämlich das Witzige. Für die kurzen Unterhaltungen, da wird ja jetzt nicht unbedingt immer der Spielfluss unterbrochen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das weiß ich nicht. Das trägt sowas von zur Atmosphäre bei. Hat die Zahnräder überall verteilt. Wer weiß. Hoffentlich kriegen wir das hin. Kommen wir hier nicht raus. Und dann ist uns aufgefallen, beziehungsweise es war relativ offensichtlich. Ja, wir können jetzt hier so komische Zahnräder aufnehmen. Dann können wir die mal dahin pappen. Christian hat gespielt, genau, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, und dann haben wir das einfach mal gedacht. Haben wir das einfach mal gemacht. Uns ist allerdings erst viel später aufgefallen, dass viel mehr Zahnräder da sind, als... Ich schlag in die Luft! Viel mehr Zahnräder da sind, als Plätze da sind. Also ich versuche jetzt auf jeden Fall in Zukunft deutlich vorsichtiger zu sein bei sowas. Man reitet sich da echt in die Scheiße, wenn man... sowas wie Qualitätsprüfung nicht regelmäßig durchführt. Also das habe ich jetzt gelernt. Aus Fehlern lernt man, wie man so schön sagt. Ich hätte es nur lieber gehabt, wenn ich den Fehler direkt mal sein gelassen hätte. Ja, das funktioniert jetzt noch nicht. Da sind noch nicht genug Zahnräder. Mein Gott, ey, welche Idioten sind denn dafür verantwortlich? Wir hatten schon überlegt, wir lassen einfach mal Jay die Scheiße kommentieren. Damit er sich schön über uns aufregen kann. Aber der hat ja keine Ahnung von der Story und so, ne? Also der hat das Spiel nie gespielt. So, den Scheiß werfen wir einfach mal weg. Und gehen dann lieber nochmal auf erhöhten Positionen nach der Suche. Da begrüßt uns auch schon wieder der ominöse Mond. Ich sehe übrigens gerade, während wir hier reden, wurde ich schon wieder von 85, nein, das ist jetzt natürlich übertrieben, von einigen Leuten bei Steam hinzugefügt. Das ist über euch nett von euch, aber es bringt nichts, weil ich bei öffentlichen Netzwerken, ob nun Steam, Facebook, Origin, Battlelog, PlayStation Network, Xbox Live, nur Leute hinzufüge, die ich persönlich kenne, sorry. Aber das erspart echt die Übersicht. Nicht erspart die Übersicht, das macht das Ganze. Dadurch bleibt es übersichtlich, sagen wir mal so. Das ist nicht so, dass ich nicht mit euch rede.